Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Yoshi's Woolly World und Leinen los für den Kettenhund. Dann wollen wir doch mal sehen, wie los ist der Kettenhund. Ich hoffe nicht los genug. Also so. Er kann meinetwegen ein bisschen angebunden sein. Hätte ich kein Thema mit. Aber ich glaube, der ist ein bisschen loser als nur so ein bisschen angebunden. Ja, okay. Du bist so einer. Kann ich? Aha! Muss der Ball dann in der Farbe des Blocks sein? Oder so? Oh, ich kann den Stoff wieder wegfuttern. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. So, ich wollte ihn erstmal einfach nur da haben. Damit ich mal ein bisschen hier umsehen kann, um zu merken, dass ich jetzt hier hochkomme, um hier ein Geheimnis zu haben. Sehr schön. Welches uns eine Blume bringt. Okay. So, bekäme ich dich da irgendwie hoch? Ja, bekäme ich. Jetzt komm mal mit hier. Oder? Nee, es muss nicht die gleiche Farbe sein. Okay. Toll. Du kannst hier runter. So, dann einmal hier. Und ich bin gehässig, ich weiß. Nein, du kommst mal mit. So. Geh du kaputt, machen wir das hier auf. Und dann geht's jetzt auch schon weiter. Ein kleines bisschen jedenfalls. Ah, gib mir Energie. Schnell. Lass mal stecken. Komm mit dir. So, dass du mir nicht weiterrollst. Weil ich will nämlich jetzt mal nochmal den Ball zurückbringen. Ich habe nämlich eine minimale Idee, was ich mache. Ne, das würde mir nichts bringen, oder? Das würde nichts. Ne, da komme ich nicht hoch. Außerdem ist da nichts. Das habe ich jetzt durch den Kopfstoß bemerkt. Wie komme ich dann dahin? Ich nehme keinen Schaden durch dich. Dann bleib mal darauf liegen. Okay.
Wie komme ich denn dann da dran? Naja, schade. Die Wolle bleibt uns leider verwehrt. Gut, wir brauchen wieder einen Ball. Den bekommen wir. Den habe ich gekegelt. So war das zwar nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur die Wolke erwischen, aber okay. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ha! Wer braucht schon dieses Ding, wenn ich Skill habe? Komm mal mit. Okay, du kommst da nicht hoch, alles klar. Dann halt so. Wir bekommen ja eh nicht mehr alle Wolle, also was soll's. Ich brauche 2. Gut. Oh Gott, das ist sowas. Ach, das wird witzig. Da muss ich mich dann konzentrieren. Okay. Okay. Au! Voll drauf gelandet. Eigentlich war das dann nicht so geplant. So, jetzt komm. Gut. Den haben wir schon mal. Ne, eigentlich ist das nicht so schwer. Würdest du hier hochspringen? Nein, würdest du nicht. Okay. So, das ein großes Rätsel ist das ja jetzt eigentlich eher nicht. Fragezeichen. Das war jetzt eher suboptimal. Fragt nicht, was ich hier vorhatte. Okay, es ist doch etwas anspruchsvoller als ich dachte. Na komm. Wie krieg ich dich da hoch? Jetzt sind alle auf jeden Fall schon mal gelevelt. Ich muss dich ja da irgendwie hochkriegen. Ich lass dich jetzt einmal da. Und guck mal hier rum. Ha ha ha. Shit. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Na, endlich. So. Funktioniert das? Nein. Ich kann einfach durchlaufen. Ich bin
Ein Genie. Auf zwei Beinen. Immerhin habe ich schon ein paar verpasst. Das ist ja auch mal was, ne? So, komm mal mit. Ne, was soll ich mit dir denn schon großartig machen können? Zack. Mit dir kann ich da drüben nichts anstellen. Bin mir jetzt ungefähr 100% unsicher, was ich machen will. Mit ihm hier. Jetzt springst du auf einmal da. Oh. Also manchmal, ne? Manchmal fühle auch ich mich beleidigt. Uff. Über das hier noch mal was? Danke. Uff. Also das... Ich entschuldige mich für die Kopfschmerzen, die ihr habt. Ich entschuldige mich sehr dafür. So, du rollst schon mal vor. Dich bringe ich direkt mit. Das gefällt mir. Wir haben sogar zwei verpasst. Zwei Wolle. Drei Blumen. Uff. Haben gar nichts in den Level gerissen. Ich wette, das ist eine Qual, sich das anzugucken. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Oh Mann. Ah. Na schön. Kommen wir zum letzten Level in diesem Part. Welches da ist? Knotberts Festung. Ich habe erst was anderes gelesen. Ich bin mir sicher, dass wir alle wissen, was ich da zuerst gelesen habe. Ja. Koopas. Gehen wir zuerst hier lang. Hier haben wir... nichts. Gerade. Nope, nichts gerade. Alles klar, dann zuerst links. Sehr gut. So, also die kann ich schon mal nicht aufmümmeln. Auf Mümmel massieren. Oh, da unten. Aber an dich komme ich ran. So. Wie Spaghetti. Ja.
Slurp. Sieht aus wie ein Pokéball irgendwie. Pokéball aus Diamanten. Kann ich... Nee, ich dachte schon, ich kann die Zunge lenken, weil ich in dem Moment nach unten gedrückt habe. So, zack. Und... Toll. Das hat wunderbar funktioniert. Gut. Hätte ich auch so machen können. Au! Da ich einen Panzer habe, brauche ich keinen weiteren. Aber was ich gebrauchen kann, ist eine Blume. Und neue Spaghetti, mehr Spaghetti. Und so, dich behalte ich jetzt mal. Kann ich dich ja durch die Röhre mitnehmen? Ja, wahrscheinlich. Nein. Kann ich nicht. Ich verdaue beim Essen. Oder beim Röhren. Oder wie auch immer. Beim Röhren wie ein Elch. Ich habe mich jetzt angehört wie so eine Lehrerin aus, wie so noch Charlie Brown. Die haben ja auch immer so geredet oder sich angehört. Hat man da überhaupt mal einen Erwachsenen in der Serie gesehen? Ich meine nicht. Nein, hat man nicht, glaube ich. Ich habe so viel Grau bei mir. Au. Au. Ich habe auch die Erlaubnis, mich schlauer anzustellen. Jedenfalls hoffe ich das. Jetzt aber die Frage, wie komme ich da rüber? Durch die... Ich kann einfach durch die Röhre. Warum bin ich gerade nicht einfach durch die Röhre? Ich kann es euch nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Das. Da war ein Panzerzeichen und ich dachte, ich muss mich da durchpanzerieren. Aber anscheinend nicht. Oh. Toll. Das hat's gerade auch richtig gebracht. Ich bin voll beeindruckt von mir. Mir fehlen die Worte. So, die beiden können sich erstmal gegenseitig ausschalten. Nein, 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 nein. Oh gut, ich darf noch mal rein. Ich will nämlich noch die anderen beiden Sachen haben. Ah, goddammit. Wenn man zum falschen Zeitpunkt den falschen Knopf drückt, dann kommt sowas dabei raus. Okay. Toll. Das hat sich ja jetzt gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Mist. Na gut. So, dann zeig mal, was du kannst. Danke.
So, da oben war jetzt, ja, jetzt muss ich nur da irgendwie hochkommen. Komm ich nochmal an einen Panzer ran? Jo, komm ich. Aber gut, da oben komme ich. Da oben komme ich unter Umständen dran, ja. Nein, da oben komme ich sogar nicht unter Umständen dran. Dann halt nicht. Wahrscheinlich hätte ich das auch einfach mit einem Down Smash, mit einer Stampfattacke machen können. Moment, kann ich dich? Nein, dich kann ich so nicht einsammeln. Okay, versuchen wir es mal. Jo, kann ich. Alles klar. So komme ich ran. Und schon einen verpasst. Was heißt schon? Wir sind schon wieder gefühlt seit 10 Stunden hier in diesem Level. Und kriegen wieder nichts gebacken. Oder kaum was. Okay. Ich nehme das jetzt mal... Aua. So hin. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das jetzt mal so hin. Das war's, gell? Die gehen automatisch los. Also da gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Nein, tut mir leid. Das muss jetzt leider so passen. Unsere erste Schlüsseltür haben wir geöffnet. Geheimnis? Nein. Schade. Okay, dich kann ich gar nicht einsammeln. Ich finde nichts, was ich auf dich spucken kann. Aber dich. Das machen wir auch ganz einfach. Ich habe ein bisschen auf Lebensenergie gehofft. Aber natürlich bekommen wir mal wieder nichts. Das Spiel schenkt uns halt nicht zu. Jetzt sind wir beim Boss. Irgendwas mit Knotbut? Ich hab keine Ahnung, ich hab's vergessen. Denkst du, du kannst meine Pläne durchkreuzen? Jetzt ist Schluss. Knotbert, mach diesen Yoshi platt. Okay, Knotbert. Ich bin nicht Knotbert. Hi. Alles klar. Gut, ich muss... Also warten, bis er von oben runterkommt. Dann kann ich ihn aufmümmeln. Au. Oh Gott, das wird doch nichts. Haha. So, jetzt habe ich's raus. Oh nein. Dass ich auf ihm irgendwie gelandet bin.
Nur ich bin auch hier der Meinung, dass ich mich hätte schlauer anstellen können. Aber immerhin haben wir Knotbert besiegt. Ich komme auch nicht mit dem Namen klar. Oh Gott. Das ist so traurig mit anzusehen. Na gut. Dann würde ich mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Yoshi's Woolly World. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Gratis. Alle Trickanstecker sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.